Hallo und vielen herzlichen Dank. Wofür? Das möchte ich euch in den nächsten 2-3 Minuten kurz erklären. Vor gut einer Woche habe ich ein Video veröffentlicht. Ich bin Cannabis-Patient mit Ausnahmegenehmigung durch die Bundesopiumstelle und habe mich in diesem Video an Bundeskanzlerin Merkel gewandt, zwecks Kostenübernahme, dass die Kassen die Kosten für die Cannabis-Medizin auch übernehmen können. Das Video wurde alleine auf Facebook über 48.000 Mal angeschaut. Was soll ich dazu sagen? Vielen, vielen Dank, vor allen Dingen für das absolut durchweg positive Interesse und auch Verständnis und auch die Unterstützung, die ihr uns damit gegeben habt, ist einfach gigantisch. Denn schon kurze Zeit später, nach Erscheinen dieses Videos, wurde ein großer Zeitungsartikel veröffentlicht im Hellweger Anzeiger. Und ja, daraufhin ist etwas sehr Tolles passiert. Und zwar hat meine Apotheke den Preis für Cannabisblütenmedizin von 125 Euro auf 85 Euro gesenkt. Vielen, vielen Dank. Das habe ich natürlich auch euch zu verdanken. So konnte ich mich die letzten Tage versorgen mit Cannabismedizin und wie ihr seht, geht es mir gerade sehr gut. Gestern konnte ich das erste Mal wieder vor die Tür gehen, bin schön durch den Wald marschiert. Es war einfach herrlich, mal einen Tag, 2-3 Tage ohne Schmerzen zu verbringen, auch mit der Familie. Und dafür möchte ich euch einfach nochmal danken. Am Freitag, letzten Freitag, ist was ganz Besonderes passiert. Und zwar hat der Bundesrat beschlossen, die Bundesregierung um die Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens aufzufordern, damit Cannabisextrakt und Cannabisblüten als verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist ein wunderbarer Erfolg, wo sicherlich auch eure Klicks und eure Likes und Kommentare mit beigetragen haben, damit dieser Gesetzesentwurf schnell durchgeht. Jetzt muss noch die Bundesregierung zustimmen, damit endlich auch wir Cannabispatienten unsere Medizin von den Krankenkassen erstattet bekommen können. Ja, die Preissenkungen hatten wir. Der Lieferengpass sollten die Cannabisblüten erst am 15. Mai geliefert werden. Das war jetzt auch plötzlich nach der ganzen Presse und euren riesen Likes, Kommentaren, ich muss es einfach immer wieder sagen, weil das bringt es einfach. Ihr glaubt es vielleicht nicht, so ein Klick, den ihr mal macht, was dann im Endeffekt dabei rauskommt, seht ihr ja, es bewegt sich wirklich was. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, morgen gebe ich noch ein Interview im Lokalkompass, das ist eine hiesige Zeitschrift, die auch im Internet vertreten ist. Das Interview wird am Mittwoch erscheinen. Ich hoffe natürlich auch online. Ja, und in diesem Sinne danken wir euch für eure bisherige und zukünftige Unterstützung. Mit euren Kommentaren, Likes und Teilen gebt ihr uns Patienten wieder Hoffnung auf ein gesellschaftliches, anerkanntes und vor allem schmerzerträgliches Leben. Dieses Video gibt es auf YouTube mit deutschen und englischen Untertiteln. Wenn ihr mehr erfahren wollt, mehr wissen wollt, was noch passiert in Zukunft, weil ich habe mich auch an den Polizeichef gewandt, der auch Landrat in unserem Bezirk ist, wie es denn aussieht mit Repressionen. Das heißt, Verfolgung von Cannabispatienten, die aber eine Ausnahmegenehmigung besitzen. Leider kommt das immer wieder vor. Und auch dort habe ich gutes Feedback bekommen, dass man sich unserer Sache angenommen hat und intern berät, wie man in Zukunft mit uns Patienten in der Öffentlichkeit umgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte teilt das Video. Dankeschön.